So. Die heutige Aufnahmesession ging also wirklich deutlich schneller als gestern. Ich habe das ja alles schon mal gemacht. Kein Wunder. So, jetzt sind wir hier. Können wir das wieder wegbauen? Und draußen regnet es übrigens. Also im wirklichen Leben. Bei Minecraft nicht. Ah ja, Geländer wollte ich mir noch holen. Und ich wollte hier ein bisschen noch... Ja, so natürlich nicht. Schon wieder verkehrt und... Ja, machen wir das doch so. Wir holen uns mal zu Hause ein paar Geländerteile. Ein paar Zäune, die wir als Geländer nutzen. Und dann ist auch oben mehr oder weniger der Balkon fertig. Wirklich wesentlich komfortabler hier mit dem neuen Knopf, mit dem Holzknopf. Was wollte ich? Geländer habe ich ja genug, genau. Dann brauchte ich noch ein bisschen Glas. Sechzehn reicht völlig. Für unsere Bedürfnisse. Ja, das sieht doch schon mal ganz schnuckelig aus. Müssen wir nur auf der anderen Seite auch noch so schnuckelig bauen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Da oben ist wieder was verkehrt. Nein. Oder? Ja, der sitzt falsch. Also wegkloppen. Da muss ich gleich doch noch mal oben hin. So, das ist doch schon mal sehr schön. Hier machen wir gleich mal auf der anderen Seite. Ach, da kommen wir jetzt nicht mehr durch. Das ist sehr raffiniert. Dann machen wir das halt so. Kommen wir immer noch nicht durch. Also wieder einen wegkloppen. So, dann wollten wir ja hier auf der anderen Seite auch noch das richtig schön machen. Brauchen wir doch wieder Geländer hier hin. Wir haben es ja hier so gemacht, dass wir hier einen nach links gegangen sind. Hier auch noch einen. Wo ist das Dach? Das Dach, ja, hier ist das Dach. So, einen hier rüber und den haben wir weggekloppt. Und dann schauen wir uns mal unser Machwerk von unten an. Das heißt, da war ja noch ein Fehler da oben.
Das machen wir gleich mal. Gehen hier mal oben aufs Dach. Wo war das hier? Da fehlt überhaupt einer. Ah ja, wir hatten ja rausgekloppt, richtig. So, jetzt machen wir das mal so hin. Und so sieht's akkurat aus. Und jetzt können wir uns das ganze Zeugs von draußen angucken. Erstmal oben alles einsammeln an. Hier hatten wir Glas noch benötigt. So. Das brauchen wir nicht mehr. Hier können wir den Zaun wieder einfügen. So, hier sieht es alles ordentlich aus. Hier fehlt noch das Fenster. Und im nächsten Arbeitsschritt werden wir dann hier ein paar Räumlichkeiten gestalten. Hier können wir auch noch den Kniestock oder, wie ich jetzt weiß, auch Drempel genannt. Aber Kniestock kenne ich halt. Ah, hier fehlt auch noch was. Oder machen wir da noch ein Glas und ein Brett hin, oder? Damit das so ein bisschen ordentlich so. Oder oben noch Glas. Nö, kann ruhig Glas hin. Warum nicht? Ja, okay. Kann man so lassen. Das hier sieht schon mal alles ordentlich aus. Da fehlt noch ein Stück von dem. Hier kommt dann eine Tür rein. Die werden wir auch noch hochsetzen. Das können wir dann noch machen, weil wir die Wände der Räume hier innen drin machen. Dann gucken wir uns das Ganze mal von außen an. Bevor dann die... Ach, das dauert noch, bis die Sonne untergeht. Wir haben Zeit genug. Einmal hier etwas weiter. Ah, Mist. Entschuldigung. Dann sammeln wir hier gleich mal auf. Wo bist du hingeschoben worden? Da jetzt. Mein lieber Rex, der sagt gar nichts mehr. Der ist richtig eingeschüchtert von den Schafen. So, gucken wir uns das mal hier an. Na, das Haus sieht doch schon mal schick aus. Also mir gefällt's. Und von hier auch. Und jetzt sehen wir mal, wie das hier das Asymmetrische aussieht. Da oben ist noch etwas Gerüst hängen geblieben. Da kommen wir gar nicht dran. Also muss ich dann, um das Gerüst abzubauen, liebes Schaf, muss ich mir hier ein Gerüst hochbauen. So, weg. So, Schaf. Gefällt euch das? Also ich finde diese Sache schon mal sehr schön hier. Das sieht sehr gut aus. Irgendwer hatte ja mal gesagt, dass dieses Fichtenholz, ist doch Fichtenholz, ne? Fichtenholz und Sandstein sehr gut aussieht. Wollte ich sowieso machen, also irgendein Holz nehmen. Hier ist es jetzt asymmetrisch, aber warum denn nicht? Ja? Muss ja nicht alles symmetrisch sein. Auch Madness 64, der ja diese epischen Sachen da baut und erklärt, diese mittelalterlichen Sachen, sagt auch, der baut durchaus mal was Asymmetrisches rein. Das macht das Haus interessant. Hier sieht man jetzt nichts mehr, aber gut, das ist doch schon mal schön. Hier werden wir dann, hatte ich schon mal in einer Kopie gemacht, hier den Weg runterbauen. Hier hin. Könnte man dann hier aus einem noch zu bauenden Keller auch auszuschachten. Keller könnte man da hier noch eine Tür rausbauen. Ja. Ja. Und gefällt mir. Doch, ehrlich. Hacken wir noch mal ein paar Bäume weg.
zum Schluss. Ja, das ist typisch. Und hier auch noch den Baum weg. Ja, und jetzt kann ich es euch ja sagen, bei der nicht aufgenommenen Aufnahme, hatte ich ja erzählt, dass dort sowohl Fraps als auch Outer City nicht angeschaltet waren, ja, von mir aus Versehen. Zum Glück kann ich nur sagen, denn ich habe hier versucht, in dieses Haus einen Kamin einzubauen. Das hatte dann in der Kopie auch wunderbar funktioniert. In der Kopie ist aber alles auch friedlich, da ist anscheinend auch die Physik ein bisschen anders. Und da hat nichts abgefackelt, ist nichts abgefackelt worden, während bei der Aufnahme der Kamin, ja, den hatte ich aus Lava gemacht. Vielleicht sollte ich hier so ein Feuerchen übersetzen. Ich muss das mal ausprobieren, wie weit das Holz vom Feuer entfernt sein muss. Also für die Lava war es auf jeden Fall so dicht dran und es fing das ganze Haus an zu brennen oben. Das ganze Dach abgefackelt. Ich hätte es also eh wieder neu machen müssen. So war es dann fast egal, dass ich jetzt die Aufnahme nicht aufgezeichnet hatte. Regnet das? Achso, das ist draußen. Ja. Okay, da werden wir uns noch ein bisschen hier verpflegen. Mit ein paar Brötchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen heute. Ich wünsche euch, dass das neue Jahr 2013 so gut oder besser wird als das alte. Je nachdem, was ihr euch wünscht. Wollt ihr ein schlechteres Jahr, kriegt ihr das auch, wenn ihr das wollt. Von mir aus könnt ihr alles euch wünschen. Ich erfülle euch das ja nicht. Ihr müsst das selber machen. Wenn ihr ein schönes Jahr 2013 haben wollt, müsst ihr was dafür tun. Also zum Beispiel in der Schule aufpassen oder ein bisschen bei der Arbeit was Ordentliches machen. Dann habt ihr Erfolgserlebnisse und dann ist das schön. Da fängt das neue Jahr richtig gut an. Ja, dann bleibt es mir nur, mich zu verabschieden. Vielen Dank für eure Zuschriften immer und Kommentare. Ich lese mir die alle durch und ja, gehe auch manchmal darauf ein, so wie in dieser heutigen Aufnahmesession. Was machen wir bei der nächsten Aufnahme? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mit Mauer weiter, ja. Und vielleicht bauen wir da den Turm, den ich schon mal in einer Kopie gemacht habe und der wirklich episch aussieht, echt. Also dann, gute Nacht und schlaf recht schön. Bye, bye.